Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Selina und es geht weiter mit der Disney Legacy Challenge. Ihr seht hier die liebe Lillian, wie sie am Bett von Tatum sitzt. Und es sieht aus, als würde sie eine Geschichte erzählen. Stimmt aber nicht. Wir haben Sonntag, 5 Uhr morgens und ihr ist eingefallen, hey, ich stehe jetzt einfach auf und mache meine Hausaufgaben, weil Lillian ist ja natürlich altbekannt, das schlaue Kind. Sie interessiert sich sehr für die Schule, sie macht sehr viel für die Schule. Bei Jonah sieht das Ganze natürlich komplett anders aus. Aber Lillian dachte sich, ich habe die Hausaufgaben noch nicht gemacht und heute werde ich keine Zeit haben, das zu machen, weil, ihr seht es hier, Tatum und Oakley haben heute Geburtstag. Wer hat eigentlich am Mittwoch? Liam! Und Lillian und Jonah haben nächste Woche schon. Das ist so verrückt. Leute, in der letzten Folge habt ihr auch gesehen, wie sich Liam und Snow verlobt haben. Das ist auch richtig, richtig toll. Ich bin auch mal gespannt, wie wir die Hochzeit feiern können, wo. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze einmal unten in die Kommentare schreiben würdet, wenn ihr irgendeine coole Story-Idee habt für die Hochzeit. Gut, aber ich würde sagen, Lillian, mach jetzt einmal noch deine Hausaufgaben fertig, schlüpf nochmal ins Bett. Und Liam ist ja auch wach und total glücklich wegen der Verlobung. Das ist so schön. Ich freue mich richtig für die Familie, vor allem für die zwei. Das ist einfach so toll. Sie leben jetzt schon so lange gemeinsam. Können sie es riechen wegen schlechtem Atem? Ups. Mittlerer Ausbruch wegen Hormone und schlechter Atem. Ich glaube, da muss mal jemand die Zähne putzen. Den Geburtstag, den werden wir wahrscheinlich heute doch ein bisschen ruhiger miteinander verbringen, weil die zwei sind noch Kleinkinder. Snow ist hochschwanger. Ich habe keine Ahnung, wann das Baby kommen wird. Wir haben schon das dritte Trimester erreicht. Wo steht's? Hier, genau. Entbindung in, keine Ahnung. Das heißt, heute wird wahrscheinlich auch noch das Baby kommen und dann ist es natürlich furchtbar für Snow, eine riesen Party zu machen, wo man irgendwo hingeht, weil es könnte halt wirklich jede Sekunde passieren und wenn es dann in einem nicht so schönen Moment ist, dann wäre das natürlich blöd. Zudem haben die zwei natürlich gestern sehr, sehr viel Geld ausgegeben, weshalb wir jetzt kein Geld mehr haben, um irgendwas Cooles zu machen. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich noch eine tolle Torte backen. Genau, du darfst hier jetzt mal nach kleinen Teilen wühlen und dann mal den Müll entleeren, dass es hier einfach ordentlich ist. Bisschen Party-Feeling aufkommt, natürlich die Toilette nochmal säubern, weil das sieht einfach nur eklig aus. Hier aufwischen. Ja, Liam ist heute Morgen so unser Mädchen für alles. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir ganz wenig Spielsachen da haben. Deswegen werden wir das jetzt mal rucki-zucki ändern. Ich will hier so ein Hündchen. Welche nehmen wir da? Den hier, den finde ich süß. Genau, dass einfach die Kinder auch mal hier ein bisschen was zum Spielen haben, weil es ist wirklich nichts da. Das ist blöd. Das ist einfach scheiße. Das ist natürlich auch so ein süßer Kinderteppich. Da war doch auch irgendwo so ein Straßenteppich. Übrigens habe ich euch ja darauf hingewiesen, dass ihr mir sehr gerne Namensvorschläge für Baby Nummer 5, vielleicht auch Baby Nummer 6, je nachdem wie viele es werden, dass ihr das Ganze in die Kommentare schreiben könnt. Ich drehe jetzt allerdings diese Folge unmittelbar nach der vorherigen Folge. Das heißt, ich konnte eure Kommentare bis jetzt noch nicht lesen. Falls das Baby heute auf die Welt kommt, werde ich mir irgendeinen Namen raussuchen und dann nach nochmal in den Kommentaren stöbern, damit wir den Namen vielleicht nochmal ändern können. Gut. So weit, so gut. Snow ist auch gerade wach geworden. Der Bauch ist am explodieren. Ich finde das so, so toll. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir werden uns jetzt aber auch mal um einen Kuchen kümmern. Das ist ja die beste Sache, die Snow eigentlich kann, weil sie darin schon sehr viel Übung hat. So viele Kuchen, wie sie momentan backen muss. Ich glaube, ein Erdbeerkuchen wäre ganz süß für die zwei. Ja, für die Zwillingsgirls. Die bekommen dann natürlich auch einen rosanen Kuchen. Oh, und Samaria ruft gerade an und fragt, was wir so machen. Die darf natürlich heute auch vorbeikommen beim Geburtstag. Ich glaube, wir müssen das Ganze trotzdem als Veranstaltung machen, ne? Ich glaube, sonst wird das ja nicht richtig anerkannt.
Deswegen machen wir es einfach mal. Teenager-Party? Oh, ich habe so coole Dinge. Kleinkinderspieltreff. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht von einem Mod war. Teen-Lerngruppe. Okay, also so wie da die Bilder aussehen, das war auf jeden Fall ein Mod. Dein Geld reicht nicht. Wir haben nicht genug Geld, um Geburtstag zu feiern. Ja, dann rufen wir Samaria einfach später einfach so an. Und dann kann die trotzdem so ein bisschen mit uns feiern und dancen. Und Tatum ist auch schon wach. Guten Morgen, Geburtstagskind. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich richtig. Ich bin so gespannt, wie einfach die Zwillinge als Kinder aussehen. Es wird richtig cool. Und vor allem haben wir heute nochmal ein geiles Umstyling vor uns. Ich habe deine Nummer geholt, um dir zu sagen, dass du blöd bist. Was ist denn da los? Und Liam wird auch direkt angerufen. Ich habe nichts von dir gehört, also schreibe ich dir mal. Och, Samaria, das ist so süß. Aber die Nachricht an Snow, das ging echt zu weit. Wo ist denn jetzt der Tisch hin? Hallo? Unser Tisch ist einfach plötzlich weg. Ich habe ihn eben noch gesehen. In unserem Haushaltsinventar ist er auch nicht. Oh, aber unser Rechner ist ja da. Den habe ich gesucht. Und die Mülltonne, haben wir nicht eine draußen? Doch, da ist doch eine. Super, dann verkaufen wir die auch. Weil jetzt haben wir nämlich wieder Geld für einen neuen Tisch, wo auch immer unserer hin verschwunden ist. Ich habe jetzt mal eben so einen Holztisch mit schwarzen Stühlen dran geholt. Ich finde es sehr, sehr schön. Ah, nee, ich möchte nicht rüberkommen, aber Samaria darf jetzt rüberkommen. Die laden wir jetzt direkt einmal ein und dann geht's auch schon gleich los. Die Geburtstagskerzen sind jetzt mit drauf und ich würde sagen, es ist jetzt an der Zeit, oh, Snow hat auch Rückenschmerzen, um die Babys einmal altern zu lassen. Ich bin echt nervös. So, zuerst nehmen wir Oakley. Sie ist ja auch die erste, die auf die Welt gekommen ist. Und schaut euch mal bitte die Augenringe von Snow an. Ich habe irgendwie das Gefühl, seit der Schwangerschaft gehen die gar nicht mehr weg. Davor hatte sie sie ja schon wirklich sehr, sehr oft. Aber jetzt... Und die wehen! Moment. Wir können zuerst Kerzen... Oder die oder das neue Baby. Sie ist in den Wehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch die Ruhe bewahren kann. Oder dass ich jetzt die Ruhe bewahren kann, um zuerst die anderen Kinder feiern zu lassen. Das heißt, wir werden jetzt... Doch, wir werden jetzt ins Krankenhaus gehen. Sofort. Und wir nehmen natürlich Liam mit. Samaria ist jetzt gerade perfekt im Zeitpunkt schon da, damit sie auf die Kinder aufpassen kann. Ich dachte echt, dass Tatum und Oakley zuerst älter werden und dass dann das Baby kommt. Es ist ein Junge! Jonah bekommt Verstärkung. Das ist doch mal richtig schön. Das ist der liebe Zane Wright. Und es bleibt wohl auch bei einem Baby. Puh, Gott sei Dank. Keine Zwillinge mehr. Es wurde ja auch mal Zeit, ne? Oh, Zane hat natürlich mal direkt Hunger. Das war doch klar, aber richtig süß. Wir haben einfach Baby Nummer 5 eben geboren. Das ist so schön. Und gleich feiern wir noch den Geburtstag von Tatum und Oakley. Und dann ist doch der Tag wirklich einfach nur perfekt. Und natürlich hat unsere liebe Snow schon wieder Pickel des Todes. Und Oakley wird schon älter. Wieso wird sie nicht älter? Doch jetzt ist passiert. Oakley ist älter geworden. Sie ist ja eine Charmeurin. Und sie bekommt das Merkmal sozial. So, und wir müssen ja immer ein negatives Merkmal noch hinzunehmen. Ich habe jetzt einfach mal gut genommen. Es ist zwar nicht negativ, weil wir haben jetzt noch nicht so viel Auswahl. Aber da kommt dann demnächst noch was dazu. Das werde ich auch wahrscheinlich nächste Woche nochmal ändern, also in der nächsten Folge. Ich muss mir das Ganze erst nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, wow. Wie sie aussieht. So, aber meine lieben Freunde, jetzt ist Tatum dran. Wer ist das? Unternehmerin Beth Sterling.
Habe ich sie eingeladen? Und Tatum ist ja auch älter, sie ist neugierig. Ich hätte nämlich ganz gerne, dass sie sehr, sehr klug sein wird. Das heißt, sie wird auch ein Bücherwurm-Merkmal bekommen. Und die beiden sehen sich so gar nicht ähnlich. So, aber das ändern wir jetzt einmal, weil zum Abschluss von dieser Folge wird jetzt noch ein Umstyling folgen. Die zwei sind jetzt fertig. Ich habe wirklich gerade ewig dran gesessen. Ich habe jetzt auch wieder eine Stunde Aufnahmematerial. Also super, das wird gleich nur Spaß beim Schneiden. Wenn euch der Part gefallen hat, dann zeigt mir das sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video auf alle Fälle. Weil in der nächsten Folge werden wir so ein bisschen uns
an die Hochzeit wenden, an die Vorbereitung der Hochzeit. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Da habe ich nämlich etwas richtig Cooles und Großes vor. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal einen Geburtstags- und Geburtstag reichen Tag. Ja. Macht's gut.